So. Hier zurück. Ups, dachte mir schon eigentlich. Da ist die Kleine hinten, aber. Ups. Gut. Und jetzt sogar gar nichts dazu sagen. Ich möchte mir irgendwas überlegen. Zwecks, ne? Saatgut und so Nachfüllerei. Weil das ja wirklich, sag ich. Da hat mir der U-Fil auslassen und ich habe mich kontrolliert. Eie. Nicht kontrolliert, nicht gut. Niemand kontrollieren muss Arbeit. Gut, hoffentlich. Der wird da drüben eh schnell fertig sein. Da haben wir sicher darüber switchen müssen. Aber dann werden wir es umgekehrt machen. Da werde ich da den Helfer eigentlich anschalten. Ja, schon. Was er da das Feld überhaupt richtig hat, dann. Gleich. Schaut, das will er nicht. Das ist unglaublich. Jetzt will er es. Und zwar, warum ich das jetzt so mache, hat bestimmt geglüht. Blup. Jetzt hat mich ein bisschen eindreht. Ein bestimmter geglüht ist dieser da. Diese gar gefällt. Wenn wir das wieder ihn machen lassen, ja genau. Nicht wie er da fahren würde, aber. Oder wir lassen es ihn einmal probieren.
machen wir jetzt eine Ausnahme, dass wir zwei Helfer haben. Okay. Nichts normal, ausnahmsweise. Habt ihr keinen Strom mehr oder ist das so viel weg? Ja. Jetzt ist hier noch halb voll. Milch müssten wir jetzt bald was machen. Sachen machen. Ich werde euch jetzt auch nicht auf die ganze Seedings mitnehmen. Ich werde das ein bisschen Uffeline machen. Eben um euch da ein bisschen was zu ersparen natürlich. In den letzten, die wir gemacht haben, das sind 50%. Weil es wird so sein, den reißen wir weg. Pass auf. Ich zeige euch, dass wir das machen, nämlich. Das können wir jetzt eigentlich machen. Den brauchen wir nicht mehr. Der kommt weg, ja. Silo würde uns einen Wert bringen. Die Farm würde uns auch was bringen, ja. Das müssen wir alles dann berechnen. $17.500 würde das uns bringen, ja. Da ist aber so viel Ware noch drin, dass wir die erst verbrauchen müssten. Aber wie gesagt, das wird unser Areal dann. Ich hätte gesagt, dass wir sogar das da mitnehmen. Ja, denn der Fluss macht da einen Knick. Oder könnten wir das Feld eigentlich lassen? Müssten wir schauen. Müssten wir schauen, wie wir das am besten machen. Da ein paar Bäume müssten da halt auch weg, um das vielleicht. Wahnsinn, was da abgeht. Parcellagemäßig. Aber gut, da können wir ja noch überlegen. Ein Hotel bringt halt urviel, ja. Eine Ölproduktion bringt halt nicht so. Kaffeehaus, Etagen, nur Wasser. Na, also wie gesagt, das wird auf jeden Fall der Stall. Wo haben wir es denn? Nein, das ist er nicht. Ja, das wird der Stall werden. Ich hätte mir den eben vorgestellt, dass wir den. Genau, dass die Dings so rum platzieren. Da gleich irgendwie beim Eingang. Ja. Und einen zweiten dann eventuell das oder hinten da rein. Aber das müsste man sich dann anschauen eben. Schafe gibt's dann. Außenklimaschweinestall. Eine Strafe 300 Tiere. Das ist auch Wahnsinn. Schuppen mit Schweine hier ist nichts. 270 gehen normal rein eben und wir gehen den ganz gut 270. 300, das ist jetzt nicht so der krasse Unterschied. Also wie gesagt, das wird dann, kommt dann alles weg. Momentan ist halt so finanziell
Und der Lage, dass wir da auf jeden Fall. Wir könnten nur 370.000 aufnehmen, ja. Wir können nur 370.000 aufnehmen. Wir haben noch viele Rechnungen zu zahlen. Also viele Rechnungen. Wir müssen noch die ganzen Autos auslösen. 6.000 Gewinn gemacht. Obwohl mit Kosten, aber verkaufte Gebäude waren dabei und das ist der Gewinn. Saatgut müssen wir kaufen. Die Zinsen haben wir halt. Die natürlich ein bisschen weniger. Aber dann kriegen wir dann Fetten ja wieder dazu. So. Ist fertig, das ist brav. Auffüllen. Wir müssten rechnen. Brauchen sicher 1 Million, um das Grundstück ein bisschen flach zu machen, bla bla bla. Wir müssten. Müssten eigentlich ja dann das auch dazu nehmen. Das kostet uns 40.000 momentan. Wenn ihr versteht, was ich meine, ja. Also, eigentlich nicht so viel, wenn ich denke, das hat 146 Hektar. Habe ich gesagt, 146 ist ja Bullshit. Oder 146. Oh, 1,46. Ah, es hat 0,99 Dings. Und 24, das ist schon ein Riesending eigentlich. Wenn ich jetzt sage, das kostet mir 60, das kostet 60 Dollar. Mit dem Feld könntest du das machen. Das hat 18 Hektar. Wollen nur das eine Feld und brauchen wir nicht mehr. Reden. Sagen wir 60, 130, 190. Das ist so billig natürlich. Das wäre natürlich geil, wenn wir da daneben irgendwo mal einen. Oh, 177, ja, das haben wir schon mal gesehen. Das ist das. Ja. Hat 80 hat aber Zuckerrüben um. 93 ist auch eigentlich ein schönes Feld. Ist zwar 15. Kartoffeln um wieder. Ich würde nicht wieder irgendwas kaufen, wo ich dann das Ganze nicht brauche. Das Sonnenblumen. So, jetzt sind wir bei dem Punkt angelangt. Der hat alles gemacht. Okay, und den letzten Dings will er dann da fahren. Genau, und dann haben wir das Feld auch fertig. Ich hätte jetzt auch nicht so, wo ich sage, dass wir ausmisten, ja. Das lassen wir uns alles. Anhänger. Ja, die lassen wir uns natürlich auch. Aber Dings brauchen wir, Ladewagen brauchen wir auch. Fördermannsystem, das ist nicht so teuer. Seetechnik brauchen wir sowieso.
Akten aus unserem Meetings. 107. Hm? Gut. 70. Nutzen wir halt nicht, deswegen kommt nichts dazu. Es hat schon noch einiges zum Zahlen. 46. Bei dem bin ich mal zum Beispiel überlegen, weil das Heu theoretisch, ja, wir könnten uns den ausbauen. Ja? Das heißt, na, warum sollten wir ihn ausbauen? Das heißt, warum sollte man ausbauen? Gut. Lassen wir es jetzt mal so dahingestellt. Ich überlege mal, wie es weitergeht. Werde offline ein bisschen ansehen und anbauen und grubern. Und vielleicht sehen wir uns zwischendurch, wenn ich den Plan des Plans hab's. Bis dann, mach's gut, haut rein und ciao.